Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Das könnte natürlich sein, dass ein Schlüssel in der Abhörkammer liegt. Really? Ich wusste doch, das war in diesem Raum. Oh Mann! Ah, ich wusste es doch. Ah, endlich. Ach, verdammt. Oh, Kacke, Alter. Als ob ich jetzt so dumm die ganze Zeit rumgerätselt habe. Oh. Ja, wenn von außen verschlossen ist, muss da ein Schlüssel sein. Ja, eigentlich schon, aber es war halt nur das Brett. Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Als ob, lol. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Na klar. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Oh, die Widmung. Hey! Oh. Hallo, Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Total. Ja. Das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Ja. Willst du Alkohol? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Nö, kriegst du nicht. Ach, da sitzt der Clown. Okay. Jetzt hat sich hier einiges geändert. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Ich glaube, die ist jetzt einfach weggefahren, die hatte keinen Bock mehr. Hat nur eine schöne Puppe hier gelassen. Das ist nur eine Puppe, Mensch. Ja gut, aber das ist ein bisschen sehr verstörend, dass Birgit so eine Puppe da lässt, ja. Hast du schon recht, so ganz in Pink. Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Ja, finde ich auch. Lilly ist super. So, dann würde ich sagen, mit dem Clown da unten reden wir gleich. Wir hängen erstmal das Puma-Banner auf. Ah. Das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden.
Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Hey, es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Okay. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Capo, geh einfach zu ihr und frag sie, okay. Wäre eigentlich sein Plan, ne? Es ist ein guter Plan für uns. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Ja. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Das ist sehr gut. Ja, eine Partytorte. Lass sie mitnehmen. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Oh. Anschneiden. Diese Torte gebührte Dann halt nicht. Dann würde ich sagen... Hey! Pfadfinderabzeichen, können wir jetzt an deine Truhe und an deinen Mundemusket? Bitte? Wäre nett. Aber... Das ist doch das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ja. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leck mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Pfadfindermesser. Mehr nicht? Und eine Muskete. Bin ja jetzt mal am Überlegen... Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Yes, sir. Sehr geil. So, dann würde ich sagen, helfen wir mal Capo und überreichen Shai den Brief. Hey, Shai. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Capo nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Capo. Ja. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Ja, so ein Glück. Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Capo. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Capo auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Ja. Wie lange machst du heute? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube so, also... Wir machen, glaube ich, gleich erstmal eine kleine Pause. Weil ich brauche neues Trinken. Und... Ja, sonst noch viel. Ich denke so 21 Uhr. Circa. Ey, Clown. Na, wie geht's dir? Du... Ikit. Noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Du bist ein Clown. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt.
Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Ja, du bist ein lustiger, trauriger Ernst-Clown, so, ja. Raucherpause, ja, das auch. Raucherpause und ich brauche neues Trinken. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Hey! Hm? Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Er ist ein Hund. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Ich will einen Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Yeah. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Der Ballon können wir, glaube ich, nur ein neues Ballontier machen. Aber wir gehen erstmal zum Kloß. Oh. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Wir brauchen diese Knallfrösche, Leute. Und wie stellen wir das an? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ich würde sagen, warten, bis die Uhr 12 schlägt. So, Moment, haben wir eigentlich jetzt in dem Büro hier was? Ich bin der Meinung, eigentlich kommt da ein Vogel vorbeigeflogen. Oh, hey Oberin. Na endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Schrei doch nicht so! Ah, wie ich diese Kinder hasse! Wieso schreit sie denn so? Ach, come on. So, wir müssen an den Luftballon. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Und es hat funktioniert. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Da ist der Ballon. Nice. Was? Mein Schraubenschlüssel ist weg. Ich brauche einen neuen Clowny. Ich brauche einen neuen Schraubenschlüssel. Clowny? Ich glaube, der Clown ist weg. Als ob der schon wieder abgehauen ist, ey. Was eine blöde Kuh. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Er hat die Zigaretten hier gelassen. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein.
Glaube ich auch. Kann ich den Ballon jetzt eigentlich Edna zeigen? Edna! Du kannst mir deine tollen Sachen auch später noch zeigen. Konzentrier dich erstmal auf die Aufgaben. Solange du nicht alle drei Beweise hast verschwinden lassen, bin ich so gut wie geliefert. Edna war sehr aufgeregt. Lilly entschied, erst wiederzukommen, wenn sie alle Spuren beseitigt hatte. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Ah, es hat funktioniert. Sehr gut. Und Chai und Capo sind wahrscheinlich... Geschafft. Capos jetzt Zimmer fehlte hier. Nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ich glaube, die werden heute nie wieder rauskommen. Glaub nicht, nein. Ja, es hat sogar funktioniert. Cool. Ich glaube, die kommen da nicht mehr raus ins Capos Zimmer. Das können wir uns abschminken. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Na klar. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Lilly hätte dem Gnom... Ja, okay. So, gucken wir mal zur Schaukel, denn ich glaube, wir müssen da etwas entfernen. Ah. Hey, Zuka. Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zuka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Nee. Wir müssen die Widmung entfernen. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Na gut. Lilly hätte dem halb so schlimm. Okay, dann nicht. Lilly hatte nicht. Ja, okay. Lilly hätte dem Baum gerne halb so schlimm. Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zuka irgendwann leid tun könnte. Ja. Zuka schien... Aber was? Das war... Oh. Okay, den Baum. Irgendwie müssen wir den Baum loswerden. Okay, Moment. Bringen wir erstmal der lieben Frau Dings. Können wir es wieder mitnehmen? Nein. Dieses Banner hing genau richtig, wo es hing. Es vermittelte wichtige Werte wie Stärke und Selbstkontrolle. Lilly glaubte, den Effekt bereits zu spüren. Vor lauter Selbstkontrolle hätte sie am liebsten laut aufgeschrien. Pause? Ja, sofort. Ich will noch einmal mit Doris reden. Danach können wir eine Pause machen. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Für fast alle? Also solange die Essenszeiten nicht seit... Ja. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Los, Polly. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Was? Was? Als ob sie... Was? So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder.
Out der Rainer.